Wahre Liebe, riesiges Thema, warum es sie wirklich gibt, aber die wenigsten sie haben. Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß damit. Schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich, Patrick hier wieder. Und in diesem Video möchte ich über das riesige Thema reden, wahre Liebe, warum es sie wirklich gibt, aber die wenigsten sie wirklich haben. Zuallererst möchte ich sagen, dass dies ein Thema ist, was polarisiert. Wenn man Videos macht für YouTube, dann gibt es immer die Möglichkeit, dass man Inhalte bringt, wo jeder, der am Rechner oder am Smartphone sitzt und aufs Display guckt, denkt, oh geil, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, das fühlt sich gut an und so weiter. Gleichzeitig ist dieses Instant-Glück, diese Happiness, die man in einem Video kommunizieren kann, indem man dem Zuschauer oder dir in dem Fall Hoffnung gibt oder ähnliches gibt, nicht zwangsläufig immer das, was langfristig zur Erfüllung führt. Denn was passiert, wenn man sofort und schnell Glücksgefühle kommuniziert, Hoffnung gibt, etc., ist, dass viele dann das Handy nehmen, weglegen, oh cool, jetzt fühle ich mich gut, jetzt ist mal ein Pilz oder jetzt erstmal was anderes. So, das heißt, mir ist wichtig, dass ich den größtmöglichen Effekt generiere. Und für den größtmöglichen Effekt ist es manchmal so, dass wir auch durch Täler durch müssen, denn es ist wie bei der Entwicklung eines Schmetterlings, wenn der sich aus einer Raupe entpuppt, das ist mit Sicherheit kein angenehmer Vorgang. Jeder, der das schon mal irgendwie in einem Video gesehen hat, weiß, dass das eine ziemlich krasse Sache ist wahrscheinlich. Aber das, was dabei rauskommt am Ende, das ist wundervoll. Und hier auf diesem Kanal geht es um wahre Entwicklung. Und dafür ist es wichtig, auch über Themen zu sprechen, die am Anfang wehtun können. Zuallererst möchte ich sagen, dass die allermeisten Menschen und auch ich in der Vergangenheit in jeder einzelnen Beziehung, die ich hatte, gedacht habe, dass ich die Frau lieben würde. In meinem Fall ist es eine Frau, wenn es in deinem Fall ein Mann ist, oder du eine Frau bist, die zuschaut, es ist genau dasselbe. Wieso ist das so? Denn wir haben keine Referenz. Wenn wir einen Partner an unserer Seite haben und es fühlt sich gut an, wenn er bei uns im Arm liegt oder sie oder wenn du eine Frau bist, du bei ihm im Arm liegst oder ihr tolle Zeiten habt zum Teil, lacht etc. und du daraufhin gute Gefühle hast, woher sollst du jetzt wissen, ob das wahre Liebe ist oder nicht? Wenn wir eine besondere Beziehung zu einem Menschen anderen Geschlechts oder auch desselben Geschlechts haben, dann natürlich denken wir dann, das ist Liebe. Und wenn es sich in der nächsten Beziehung noch besser anfühlt, dann sehen wir darin die Bestätigung vielleicht, ah, okay, dann ist das wohl Liebe. Aber woher wissen wir jetzt, was wahre Liebe ist? Und wieso heißt dieses Video, dass es wahre Liebe gibt, aber die wenigsten sie überhaupt leben? Denn das ist ja schon mal eine krasse Aussage. Zuallererst, ich möchte anfangen mit einer, ja, krassen Erfahrungen, die ich letztens gemacht habe. Und zwar habe ich eine Frau gesehen im Alltag. Ich saß in einem Café und die Frau saß auch da. Und ich kann es natürlich nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, aber die Frau sah sehr verletzt aus. Sie sah sehr traurig aus. Sie sah sehr, ja, wirklich sehr fertig aus. Und anhand des Kontextes, wie sie mit ihrer Freundin gesprochen hat, konnte ich hören, dass es um das Thema Beziehungen geht. Ich konnte hören, dass es ihr offensichtlich nicht besonders gut ging mit dem Partner, weil ihre Freundin meinte zu ihr, hey, bist du dir denn sicher, dass du bei ihm bleiben willst? Und bist du dir sicher, dass du das willst, wenn er dir sowas antut? Und ich habe nicht im Detail mitbekommen, worum es geht, aber es hat gereicht, um so einen groben Eindruck zu gewinnen. Und ihre Antwort war, ja, es ist nicht alles toll, aber ich liebe ihn. Und ich glaube, Punkt Nummer eins, und das ist eines der fatalsten Verwechslungen, die wir machen können, ist, wir verwechseln Liebe mit Abhängigkeit. Wir hören im Volksmund enorm oft den Satz, ich kann nicht mit,
und kann nicht ohne sie oder ihn. Und dieser Satz ist im Volksmund enorm verbreitet, was der Grund ist, warum du ihn vermutlich auch kennen wirst. Und das zeigt ja schon, wie, ich sag mal, wie unklar die Definition von Liebe ist oder von Beziehung ist im Volksmund. Denn dieser Satz ist so enorm verbreitet, dass fast jeder ihn kennt, und gleichzeitig ist dieser Satz alles andere als ein Indikator für wahre Liebe. Denn nicht mit oder nicht ohne einen zu können, das hat nichts zu tun mit Liebe. Es gibt ein wundervolles Video, das geht 2 Minuten, ich werde es hier unter dem Video auch nochmal verlinken. Und zwar ist dieses Video von dem Rabbiner Dr. Abraham Tversky, einer der weisesten Menschen, die vermutlich leben aktuell noch. Und dieser Rabbi in dem Video, was ich hier unten verlinke, hat ein 2-Minuten-Video gemacht mit einer Erklärung über Liebe, die mich persönlich sehr beeindruckt hat, die ich auch immer wieder als Definition für Liebe aufgreife. Und zwar redet er über das Thema Fishlove. So, der eine oder andere wird sich jetzt denken, what? Was ist Fishlove? Und es gab eine Geschichte eines Tages, da saß ein junger Mann an einem Meer und es ging ein Rabbiner da lang und hat gesehen, dass er sich gerade einen Fisch brät und den isst. Und der Rabbiner ging zu ihm hin und fragte den jungen Mann, warum isst du den Fisch? Und der junge Mann antwortete, naja, weil ich Fisch liebe. Und der Rabbiner sah ihn an und sagte, du liebst den Fisch und darum ziehst du ihn aus dem Wasser, schlägst ihn tot, brätst ihn und isst ihn? Du liebst nicht den Fisch. Was du liebst ist, du liebst dich selbst. Und weil dir der Fisch gut schmeckt, ziehst du ihn aus dem Wasser, schlägst ihn tot, brätst ihn und isst ihn. Genau das ist eigentlich die Definition, wie Liebe im Volksmund verstanden wird. Es treffen sich 2 Menschen, die sich gegenseitig arrangieren. Mensch A hat Bedürfnisse, Mensch B hat Bedürfnisse. Beide haben vielleicht ein Lack of Fulfillment, wie die Amis sagen würden. Irgendwo einen Mangel in sich selbst. Sie suchen nach dem fehlenden Puzzleteil. Sie suchen nach dem Partner, der ihnen das gibt, was ihnen selbst fehlt. Sie sind selbst nicht komplett und suchen das mit dem Partner zu kompensieren. Aber ein Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist aus den letzten Jahren, ist, dass man Einsamkeit nicht durch Zweisamkeit beheben kann, sondern lediglich kompensieren. Das heißt, wenn du alleine bist, du hast ein Mangelgefühl und du denkst, ich brauche einen Partner, um das zu beheben, dann ist das die denkbar schlechteste Ausgangssituation für eine funktionierende Beziehung und vor allem für wahre Liebe. Denn in dem Moment, wo das der Trigger ist, wo das der Antrieb ist dafür, dass du dir einen Partner suchst, dass du irgendein Mangelgefühl hast, was du von ihm gedeckt haben willst, dass du zum Beispiel nicht alleine sein kannst, dass du abends nicht alleine einschlafen willst, dass du gerne wen hast, mit dem du zärtlich sein kannst, zum Beispiel körperlich oder mit dem du Sex hast, dass du jemanden hast, der dir sagt, dass du gut aussiehst oder sonst was. Wenn irgendwas davon oder noch viele andere Themen die Ursache dafür sind, dass du glaubst, eine Beziehung oder einen Partner zu brauchen, dann ist das so ziemlich die schlechteste Ausgangssituation für eine Beziehung, denn was du damit bekommst, ist nicht Liebe, sondern das, was der Rabbiner aus der Geschichte von eben Fishlove nannte. Du bekommst eine wechselseitige Deckung der Bedürfnisse. Und wenn 2 Menschen sich finden, die sich diese Bedürfnisse irgendwie gegenseitig geben können, dann wird das im Volksmund oft Liebe genannt. Aber das ist keine Liebe. Das kann keine Liebe sein, denn diese Liebe basiert auf einer Abhängigkeit voneinander. Diese Abhängigkeit heißt, dass dieser jemand, der die Bedürfnisse von diesem hier gedeckt bekommt, ist logischerweise abhängig von dem. Und wenn der wegfällt, fühlt dieser jemand sich wieder scheiße. Genauso umgekehrt.
Wenn der weg ist, fühlt dieser jemand sich wieder scheiße, leer, enttäuscht, traurig, nicht komplett oder ähnliches. Das heißt, diese Beziehung hier basiert nicht auf einer Liebe, sondern sie basiert auf Fishlove, wo jeder lediglich versucht, seine eigenen Bedürfnisse durch den anderen zu kompensieren. Catherine Hepburn hat einmal gesagt, dass wahre Liebe nicht das ist, was wir bekommen wollen, sondern das ist, was wir bereit sind zu geben. Das heißt, wahre Liebe ist geben und nicht nehmen oder bekommen wollen oder verlangen wollen oder kompensieren wollen. Und das ist einer der grundlegendsten Unterschiede. Das heißt, Punkt Nummer 1, es gibt wahre Liebe, faktisch. Punkt Nummer 2, ich glaube, die wenigsten Menschen sind aktuell bereit dazu oder können diese wahrhaftig leben. Ich glaube, die meisten haben sich damit arrangiert und das gilt auch für die Beziehungen von früher. Wir denken oftmals romantisch zurück und denken, unsere Großeltern, die waren 40, 30, 40, 50, 60 Jahre miteinander zusammen. Und das ist auch wundervoll und das ist auch toll. Und natürlich gibt es da Beziehungen drunter, die auf Liebe basieren. Überhaupt keine Frage. Aber es gibt genauso Beziehungen darunter, die zusammengeblieben sind, weil Ehebruch damals eine Sünde war. Die zusammengeblieben sind, weil man Angst hatte vor dem gesellschaftlichen Feedback, wenn man die Ehe trennt. Die zusammengeblieben sind aus Mangel an Alternativen, weil sie Angst hatten, nie jemand anders mehr zu finden. All das gibt es da draußen auch. Wieso sind wir traurig nach einer Trennung? Denk einmal über diesen Satz nach im Kontext zu dem, was ich eben gesagt habe. Wenn wahre Liebe nicht das ist, was wir erwarten zu bekommen, sondern das, was wir bereit sind zu geben, wieso sind wir dann traurig nach einer Trennung? Das dürfte nicht sein. Warum dürfte das nicht sein? Weil wenn meine Freundin für sich entscheidet, als freier Mensch, den ich liebe, dass sie glaubt, dass es ihr besser gehen würde ohne mich, und ich dann aber traurig bin und denke, ich hätte sie gern zurück, ich will nicht ohne sie sein, ich kann nicht ohne dich leben, dann ist das genau diese Fishlove, die dieses Gefühl der Trauer erzeugt und es ist eben keine Liebe. Wenn es wahre Liebe wäre und meine Freundin würde sich von mir trennen und ich würde sie wirklich lieben, dann würde ich eventuell... Es geht nicht um Gefühlskälte. Natürlich wird das nicht spurlos an mir vorbeigehen. Aber ich hätte die innere Gewissheit, dass ich denken würde, ey, ich liebe diese Frau. Ich möchte, dass es ihr gut geht. Ich hoffe, dass sie jemanden findet, mit dem sie eine Beziehung führen kann, so wie sie sich das vorstellt, weil ich es zum jetzigen Zeitpunkt offensichtlich nicht bin. Es hat nichts mit mir zu tun. Es ist aktuell nicht kompatibel in ihren Augen. Ich wünsche ihr nur das Beste. Das wäre viel mehr in Richtung wahre Liebe als das, was im Volksmund bekannt ist, dass man sich danach trifft und mit seinen Kollegen oder seinen Kumpels austauscht oder vielleicht überlegt, wie kriege ich sie zurück? Das ist Hollywood. Was ist das? Pläne zu schmieden, wie man diesen Menschen zurückbekommt, ist... oder um jemanden zu kämpfen. Es ist vollkommen legitim, jemanden bekunden zu wollen, dass man ihn wirklich liebt und dass man gerne weiterhin mit ihm zusammen wäre und sein Leben mit ihm teilen würde. Aber wenn dieser jemand das nicht will, dann weiterhin irgendwelche Manipulationsversuche zu gestalten oder versuchen, ihn oder sie wiederzubekommen, damit man selbst ihn an seiner Seite hat. Nein, das ist keine Liebe. Das ist genau diese Fishlove, diese Abhängigkeit, von der wir gesprochen haben. Und das ist nicht das, was wir eigentlich wollen. Was wir letztlich wollen, ist nämlich die wahre Liebe und die gibt es da draußen. Das heißt, dass zwei Menschen zusammenfinden, die sich nicht brauchen, die nicht abhängig voneinander sind, sondern die bereits erfüllt sind in sich und aus einem freien Stück, weil sie denken, hey, mein Leben ist total geil. Die andere Person denkt, hey, ich bin total happy, so wie es ist. Und aus dieser Fülle heraus entscheiden, hey, lass uns doch unser Leben zusammen verbringen.
Lass uns doch die ganzen Sachen gemeinsam erleben, die toll sind. Das wäre wahre Liebe. Was oftmals passiert, und ich muss jetzt einfach mit dem Finger in eine Wunde drücken, ist, dass die Menschen, die auf dieser Grundlage der Fish-Love zusammenkommen, aus dieser Grundlage der Abhängigkeit, aus dieser Grundlage des Mangelbedürfnisses in sich, wo sie versuchen, etwas zu kompensieren oder zu füllen, dass diese merken, oh, okay, irgendwie läuft es nicht richtig. Und was machen sie dann? Sie streben den nächsten großen Punkt an, für den es sich, ja, den man klassischerweise geht in einer Beziehung, weil sie denken, dann habe ich das Leben, was ich mir immer gewünscht habe. Und das könnte sein, hey, lass uns heiraten. Es läuft zwar nicht perfekt und irgendwie fehlt was, aber wenn wir geheiratet haben, dann haben wir bestimmt das, wonach wir uns sehen. Nein, das wirst du nicht haben, auch nicht, wenn du geheiratet hast. Und bei manchen ist es noch nicht so, wenn sie geheiratet haben. Was passiert dann oftmals? Sie zeugen ein Kind. Sie bekommen ein Kind, weil wenn aus zwei, drei wird, dieses romantische Ideal etc., dann ist es soweit, dann haben wir eine Familie. Und wenn wir eine Familie haben, dann läuft es toll, dann ist es super. Nein. Zeuge eine Familie aus einer gesunden Basis, aber nicht aus einer Fischlauf, aus einem Mangelbedürfnis. Und es gibt einige, die natürlich auch dann nicht glücklich sind, wenn sie geheiratet haben und ein Kind gezeugt haben. Und dann wird das nächste angestrebt, und zwar das Eigenheim, das Haus. Da wird dann drauf gespart zusammen, dann wird das eingerichtet und so weiter. Und dann hat man es und es dauert nicht lange und die Leere von innen kommt wieder hindurch und man merkt, irgendwie habe ich es immer noch nicht gehabt. Und dann fängt man an, sich damit zu arrangieren und zu denken, hey, die wahre Liebe scheint es nicht zu geben, oder naja, jeder hat ja Probleme irgendwie in seiner Beziehung, oder hey, es ist nicht alles Gold, was glänzt, oder welche Beziehung ist schon perfekt? Nein, natürlich hat man mal Differenzen, das ist vollkommen normal, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich eine enorme Range an Beziehungen durchlebt habe. Und ich dachte früher mit mehrmals Streit am Tag, Beziehungen, die ich hatte, wo man sich regelmäßig, wo man lauter wurde, wo man aggressiver wurde, wo man zum Teil sich angeschrien hat. Ich dachte, das wäre normal und habe das gerechtfertigt mit irgendwelchen Sätzen wie, naja, man streitet sich halt mal oder es gibt immer Höhen und Tiefen. Ja, natürlich gibt es das, aber das ist nicht normal. Normal ist eine Beziehung, wo man füreinander da ist, ein Miteinander anstatt ein Gegeneinander, wo man aufeinander Acht gibt, wo man füreinander da ist, wo man auf sich aufpasst, wo man da ist, wenn der andere einen braucht, wenn es ihm mal nicht so gut geht und nicht, wenn man genau in den Momenten ihn irgendwie noch passiv oder ganz subtil versucht fertig zu machen, um sich daran zu rächen, was er das letzte Mal getan hat, als es mir nicht gut ging, oder sie das letzte Mal getan hat, als es mir nicht gut ging, damit er oder sie weiß, wie man sich dann fühlt. All das ist keine Liebe. Und wenn du in so einer Beziehung bist, dann hast du die Möglichkeit, dies zu verändern. Entweder innerhalb deiner Beziehung oder indem du aus dieser Beziehung herausgehst. Und ich möchte jetzt gar nicht diese riesige Diskussion aufmachen im Sinne von, soll ich an etwas arbeiten oder soll ich es direkt wegwerfen? Wir leben in einer Konsumgesellschaft, in einer Wegwerfgesellschaft. Das möchte ich nicht fördern. Auch das kann nämlich lediglich eine Rationalisierung dafür sein, um in einer Beziehung zu bleiben, die nicht funktioniert und basiert auf Fishlove, auf Abhängigkeit, auf etwas, was alles andere ist als wahre Liebe. Das heißt, das Fazit dieses Videos soll sein, wenn du dich in einer Beziehung befindest, wo sich irgendwas nicht 100% rund anfühlt, wo du Zweifel hast, ob das so sein soll, wie es ist, wo du zweifelhaft hast, ob du jemals wen Besseres finden würdest, wenn du dich trennen solltest, dann kann ich dir sagen, du bist höchstwahrscheinlich nicht in einer Beziehung, die auf wahrer Liebe basiert. Du bist höchstwahrscheinlich nicht in einer Beziehung, die so wundervoll sein könnte, wie Beziehungen da draußen sein können. Und eventuell findest du dich auch in Situationen wieder, wo du Menschen reden hörst, die über tolle Beziehungen sprechen. Und was machen viele Menschen dann, die eben im Unreinen mit sich sind oder keine tollen Beziehungen führen? Du siehst dann oft Gesten wie und oh mein Gott, das ist wieder Valentinstag und wie widerlich. Ja, natürlich.
Natürlich. Diese Menschen bekommen genau diese funktionierenden Beziehungen an solchen Tagen gespiegelt. Und das erzeugt dieses Gefühl in ihnen von Trauer, Wut, Aggression, Zorn oder ähnliches. Wieso sollte man sich darüber aufregen, wenn man an einem Tag wie Valentinstag oder ähnliches, unabhängig von dem kommerziellen Hintergrund, Paare sieht, die sich lieben, füreinander da sind, sich Geschenke machen? Wenn du in einer funktionierenden Beziehung bist oder wahre Liebe in dir spürst, warum freust du dich nicht darüber? Warum reagierst du so? Warum? Und gleichzeitig, trotz all dem, was ich jetzt in diesem Video gesagt habe, möchte ich dir Hoffnung machen. Ich möchte Hoffnung machen, weil ich selbst aus diesem Hintergrund komme. Ich weiß, wie es sich anfühlt, in so einer Beziehung zu leben. Ich habe das durchlebt und ich weiß, wie es werden kann, wenn man den Mut hat, auszubrechen und Schritte zu gehen, die man vorher nicht gegangen ist. Denn in letzter Instanz ist es in jedem Bereich der persönlichen Entwicklung dasselbe. Wenn du etwas in deinem Leben haben möchtest, was du noch nie gehabt hast, dann musst du dazu bereit sein, Dinge zu tun, die du noch nie getan hast. Und die erfordern in aller Regel Mut. Denn ohne Mut bleibst du in deiner Comfortzone, es wird sich nichts verändern. Und das ist genau das, was Albert Einstein meinte mit, die Definition des Wahnsinns ist es, immer dasselbe zu tun, aber andere Ergebnisse zu erwarten, das wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn du in einer nicht funktionierenden Beziehung bist, gib die Hoffnung nicht auf. Ich glaube persönlich, so hart wie das klingt, das sind die meisten Menschen und gleichzeitig, es gibt wahre Liebe da draußen und zwar in dem Moment, wenn du sie in dir drin etablierst. Das kannst du schaffen. Du kannst dann Partner finden, mit dem du ein Miteinander hast, mit dem du diese Beziehung hast, die andere beneiden und die eigentlich alle haben wollen. Von daher, nimm dir die Hoffnung mit aus diesem Video, nimm dir aber gleichzeitig die Kritik mit und hinterfrag dich selbst, wo du gerade stehst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonniere unbedingt den Kanal, es gibt große Pläne für 2019. Es wird viel, viel Content kommen. Ich freue mich über dein Abo, genieß den Tag, bis dahin, adios.